Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map Version 1.9 ohne Gräben. Achso, ich bin ja schon auf der richtigen Seite. Wir haben gerade einen Kurs eingefahren, um Silage zu verkaufen in der letzten Folge. Und jetzt will ich mal gucken, ob dieser Kurs funktioniert. Bin gespannt. Blendend, wie wir sehen. Puh, der versucht jetzt da an der Seite irgendwie anzufangen. Ja, das war wohl nix. Das war wohl nix. Den müssen wir noch mal einfahren, aber vorher. Die BGA läuft auch nicht. Ah, das war alles daneben gefallen. Das ist ja blöd. Abfahrer entlassen. War noch an, ich Idiot. So. Was macht der auf Feld 26? Macht der überhaupt noch was? Oder ist der einfach jetzt nur so? Fährt er wieder im Kreis? Fährt im Kreis. Oh. Ja. Mach einfach mal einen großen Schlenker und dann wird das schon funktionieren.
Aber wie soll ich da noch mehr? Noch mehr als das kann ich nicht. Mal, was das so bringt. Also wir probieren es nochmal. So. Hallo? So, die Positionen habe ich. Das heißt, ich mache jetzt meine Aufzeichnung des Kurses. Kursaufzeichnung. Beginnen. Ich fahre erstmal ran. Ist kurz von Silo. Da setze ich einen Pausenpunkt. Dann unterbreche ich mal die Aufzeichnung. Weil ich fahre jetzt einfach mal eben schnell, möglichst gerade. Aber jetzt ist auch egal, ob gerade oder nicht. Ich fahre jetzt einfach mal nach hinten, bis ans Ende des Silos. Und setze dann hinten nur den nächsten Punkt. Also kurz bevor ich zum Ende bin, schalte ich die Aufzeichnung wieder ein. Aber dann ist der Kurs möglichst gerade. Schalten wir wieder aus. Sehen zu, dass wir hier möglichst unfallfrei irgendwie rauskommen. Fahren vorwärts. Fahren hier hoch. Wenn ich mal weiterkomme. Und da setzen wir wieder einen Pausenpunkt, meine ich. Oder? War das falsch? Und dann stellen wir uns möglichst gerade wieder vor den Anfangspunkt. Dann Stopp. Also jetzt mal Abfahrer einstellen und gucken uns das an. Schaufel ist voll. Muss es nur mit dem Abkippen. Das andere funktionierte ja gerade mit meinem ersten Kurs auch schon. Muss das Abkippen funktionieren. Das Abkippen funktioniert nicht.
Warum? Weil hier dieser dämliche... diese dämliche Rampe ist. Wahrscheinlich. So, was ich jetzt ausprobiere. Aber das wird nicht gehen. Als Kurs einfahren soll. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal probieren. Also nächster Versuch. So, letzter Versuch. Wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Überlege ich mir was anderes. Baue ich mir die Map um. Oder was weiß ich. So, Abfahrer einstellen. Nein, dann gucke ich mir nochmal Tutorials an, ob ich das denn alles richtig gemacht habe. Und dann gucken wir mal. So, jetzt hol mal Silo los.
los. Mach mal. Ja, der wird gleich. Wird sich gleich berappeln. Was macht er? Er fährt. Ja, der könnte gleich nochmal Probleme kriegen. Er fährt auch. Schön. Der müsste gleich drauf kommen, dass er da nicht weiterkommt. Steckt auch schon so irgendwie halb in der Wand fest. Naja. Hallo. Mal gucken, was er jetzt macht. Ah, er macht sich die Schaufel voll. Soll er ja auch. Und wieso kippst du jetzt nicht ab? Naja, funktioniert eben nicht. Muss ich mir was anderes überlegen. Schade. Liegt bestimmt an der Rampe. Oder ich hätte den letzten Pausepunkt nicht setzen dürfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich einfach gleich mal sagen, weiterfahren. Vielleicht macht das dann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir jetzt lieber hier mal meinen Class Axion 900 an. Weil der nämlich gleich da vorne Probleme kriegen wird. Auf dem letzten Stück. Wegen des Deiches, das ist schon mal klar. Oh, wir überziehen. Ja, gut. Oder nicht gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Kommentar, Like, Abo, unterstützt ihr mich. Nächstes Mal wieder reinschalten, auch ganz, ganz wichtig. Kommt auch gerne bei Facebook vorbei oder auf meiner Homepage friesenjung13. In diesem Sinn verabschiede ich mich von euch und sage Ciao.